Hallo und willkommen zum neuen Let's Test von Insurgency Sandstorm mit einem Skuldur an meiner Seite. Hallöchen! Popöchen. Wie geht was spiele ich denn? Frontsoldat, okay. Brecher. Ne, ich spiele, glaube ich, Kommandant, ganz normal. Chill ich mein Leben. Truppe anführen, ne? Also, normal wäre, glaube ich, Frontsoldat. Was anführen? MG-Schütze, ach komm, ich spiele mal MG-Schütze. Oh yeah! Oh, Alter. PK. Dann nehme ich hier noch. Ne, Molotow, Molotow, Sprengstoff, Splittergranate. Und da nehme ich jetzt noch eine Rauchgranate mit, genau. Panzerung. Also wir. Ich bin schon drin, es ist. Dann schwere Panzerung, perfekt. Ja, genau. Verwenden. Oh nein, ich glaube, ich muss die ganzen Leute erstmal stumm stellen. Wie geht denn das? Alle stumm schalten. Oh Gott sei Dank, man kann alle stumm schalten. Ah ja, das ist cool. So, wo bist du? Oh, okay, das Waffenwechseln ist. Ja, cool, das geht eigentlich. Relativ schnell. Boah, das dauert schon lange. Das ist gerade explodiert. Alter. Okay, komm. Okay, warte, wie tue ich mich denn fucking mäßig nochmal hinlegen? Also, Steuerung ist Bocke. Aber hinliegen geht ja bei dem Schiff, oder? Also mit C machst du Kommando. Boah, halt, nee, komm. Und zielen brauchst du nur einmal draufklicken, nicht draufbleiben. Ah ja, genau, ja. Okay, komm, dann schauen wir uns mal die Maps ein bisschen an. Wir haben das Spiel noch nie gespielt. Das ist die erste Runde und ich glaube, ich muss den Sound leiser machen. Es hilft einfach alles nichts. Das ist schon hart. Laut. Ich weiß doch, dass du da warst. So, wo bist du? Da. Show yourself. Boah, Alter, das ist ja der Wahnsinn, der Rückstoß. Ich trau mich nicht, was muss ich eigentlich machen? Wo müssen wir eigentlich hin? War das ein Gegner? Okay, ich bin schon tot. Da oben war ein Gegner. Achso, so um die Ecke gucken kann man auch. Achso, das sind jetzt Verbündete. Ich dachte, hey, das ist die Killcam. Also, hey. Wo schießt du hin? Das weiß ich doch gar nicht. So. Okay, das fette MG ist vielleicht doch gar nicht mal so easy. Ich sollte vielleicht lieber eine normale Klasse spielen. Du musst ein Bier zu A, oder? A. Ja, wahrscheinlich. Also es ist ein sehr realistischer Shooter. Habt ihr eventuell schon gemerkt? Also es gibt echt einen hohen Rückstoß und man hält gar nichts aus. Man hat auch kein Fadenkreuz, ne? Also das ist nur. Ich glaube, einen habe ich erwischt gerade. Ist das ein Gegner gewesen? Oh. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich glaube, ich habe weggesniped. Ja, Sniper. Shit. Ach, dann bin da nicht rausgucken, das ist ein Sniper. Da bin ich gerade gestorben, wo du bist. Wo ist denn das Skull? Ist das das Skull? Wo sehe ich den Namen? Wo halt? Da ist Skull, das ist er. Ah, okay, jetzt geht's eh weiter. Ah, verteidigen. Wie viel Muni habe ich denn überhaupt noch? Scheiße. Ach, wir müssen das eigentlich nur verteidigen. Haben wir gerade gewonnen? Ich bin mir noch gar nichts. Wird besetzt, ja, ich glaube. Wow, halt da, ich bin ein Verbündeter, hold on. Boah, wer ballert das rein? Hier kommt der Grenade! Oh, Alter, halt, das ist ein Bier! Wo schießt du hin? Oh, lol. Digga! Sorry! Ja, Alter. Weil der Verbündete zu euch runtergeschossen hat. Darum, ich war gerade voll verwirrt. Ja, wir sind alle neu gespawnt und hingerannt. Ja, weil der eine Verbündete runtergeschossen hat, habe ich echt gedacht, das sind die ganzen Gegner. Aber zum Glück sind die Waffen einfach so sau ungenau. Ich habe wahrscheinlich gar nichts getroffen. Oh, perfekt. Hier könnte ich eigentlich gut auf. Es muss eigentlich nur noch ein Gegner kommen. Achso, holy shit. Oh, fuck. Schon wieder die Verbündeten, ich weiß nicht, also. Direkt. Die Verbündeten erkennt man sehr, sehr schlecht. Ja, das ist heftig. Oh, wie tue ich eigentlich Klasse wechseln?
Das ist. Müssen wir A eigentlich nur verteidigen? Oder gar nichts anderes? Ja, B, C und D haben wir schon weg, glaube ich, oder? Oder wir sind aber noch bei A. Ich sehe nichts an. Achso, B. Ich glaube, nee, die sind einfach. Die schaffen es einfach nicht, die Gegner. Ich glaube, wir sind so gut. Weil die also müssen eigentlich nur verteidigen. Achso, die müssen B, C und D theoretisch noch einnehmen nach A. Ja, ja, nach A. Also, das geht eigentlich weiter. Ah. Das ist so wie so dieses. Okay. Ja, weißt eh. Ah, ich bin ein bisschen aggressiver hier. Oh. Ja. Alter, wie schnell der killt er mich. Er killt jedes Mal der. Nee, das war jemand anders. Ikea. Ah, der hat eine gute Waffe. Der hat ein gutes Visier und eine gute Waffe. Den habe ich noch gesehen, aber war nicht schnell genug. Ach, das ist ja gar nicht eine Killcam. Ich denke, die ganze Zeit ist eine Killcam. Ich guck dir mal ein bisschen zu. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin, ey. Ich versuche hier zu flankieren, aber irgendwie. Du mit dem fetten MG, oder? Ja, ja. Irgendwie gerade richtig dumm, was ich eigentlich. Schön, 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 schön. Lol. Ha! Kill! Kill! Oh, das ist eine Granate, oder? Boah, ich hab's doch gewusst. Yalla! Hey, this should be fine, right? Auf verteidigen. Wenn ich halt jetzt wüsste, wo er sich hinlegt. Das weiß ich auch noch. Z vielleicht, oder? Ja, Z. Ah, okay. Dann camp ich hier einfach mal und schauen wir mal. Ja, du kannst alles niederstrecken dann eigentlich. Ja, ja, also wenn da jemand kommt, der ist gleich weg. Also man muss eher schon sehr taktisch spielen. Also das ist ein richtiger Taktik-Shooter eigentlich. Oh, und Deckung. Ich kann es gerade nicht so richtig zeigen, leider. Also man sieht dann zum Beispiel auch nicht, wie viel Munition man noch hat im Leben. Nee, das sieht man nicht. Man hat keinen Hitbox, also man sieht nicht, ob man trifft oder nicht und ob er schon tot ist oder nicht. Das ist alles so ein bisschen. Ja, genau. Du weißt nicht, ob du Kills gemacht hast oder nicht. Außer du guckst, drückst auf Tab, dann siehst du es mal kurz. Wie viel Kills? Es gibt ja keinen Killfeed, oder kann man den irgendwie aktivieren? Wen? Den Killfeed, wie bei Battlefield. Den konnte man ja auch immer aktivieren oder so. Ich glaube nicht, nee. Aber die Gegner haben. Im ersten Teil? Nee, der erste ist halt. Alter, das gibt's doch nicht, Alter. Die haben alle so Scharfschützen-Dinger. Alle Gegner. Deswegen verlieren sie wahrscheinlich auch. Ja, irgendwie, ich bin irgendwie da, wo keine Gegner sind. Keine Ahnung. Ja, ich sehe aber auch nie Gegner, aber ich werde das einmal so tot. Oh. War das ein Mate? Jalla, jalla. Yep. Schon, oder? Ich bin halt gerade voll. Kann ich den. Oh, okay. Okay, ich habe die Runde jetzt nicht viel gerissen und nicht viel gemacht. Es hielt sich in Grenzen? Aber das war jetzt auch noch nicht, doch noch nicht. Also, wir sind Kill. Ja mitten drin reingekommen, also. Ah, 2-1, immerhin, ja, ja. Immerhin. Aber jetzt mache ich vielleicht mal einfach mal eine normale Frontsoldat. Oder Präzisionsschütze, jawohl. Ach, jetzt sind wir Soldaten. Keine Terroristen. MG-Schütze, ich mach einfach mal Kommandant wieder. Ich weiß nicht, was das bringt. Ja, du bist Kommandant, du musst dann wahrscheinlich so Befehle geben oder so. Nee, das kann ich nicht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Sehr gut. Hä, wieso gucke ich jetzt jemanden zu? Was ist denn das für eine Scheiße? Hä, wieso gucke ich jetzt jemanden zu? Vielleicht, weil du bei der Welle nicht gespawnt bist, sondern vielleicht jetzt erst? Aber ich kann auch nicht. Warten auf Verstärkungswelle. Moment. Ich hab doch. Hm? Moment, ich hab doch Sniper genommen und jetzt hab ich hier eher eine Nahkampfwaffe. Oh je. Ich kann aber auch nicht. Spieler wechseln und Nahkampf kann ich alles nicht machen. Oh wei. Spiel fortsetzen. Wolfi. Okay, jetzt hab ich irgendwie diesen Sniper im Nahkampf. Ich kann nichts mehr machen. Was ist da? Kommandant. Verwenden. Ah, jetzt kann ich spawnen. Ach, jetzt sind wir Angreifer, okay. Ach, die Runde war ja noch gar nicht vorbei. Oh shit. Da müsste man eigentlich vielleicht taktisch zusammen vorgehen, weil. Zu zweit, glaube ich, hast du hier mehr Chancen. Du bist ja schon vorne, ne? Also, ich komme jetzt mal zu dir.
deine Richtung. Aber du bist ja Präzisionsschütze, ne? Deswegen. Ja, aber ich habe kein Visier drauf. Das ist ein ganz normales Gewehr mit Kim und Korn. Oh, ich wollte gerade schießen, Alter. Alter, du bist echt schnell weg, ne? Holy moly. Ich muss mich erst mal wieder dran gewöhnen, weil das... Ist aber lustig, immer wenn ich aufnehme, bin ich echt behindert in solchen Spielen. Sonst bin ich immer relativ gut und dann... Nimmst du einmal auf, stirbst du nur noch. Wow, leck mich, oh, Alter. Hast du mir gerade zugeschaut? Ja, ich hab dir zugeschaut. Leck, hast du mich gerade gerissen, ey. Das glaube ich gern, Alter. Aber wir haben A eingenommen. Schon mal weiter wie die Gegner. Lol. Wie tue ich denn die Klasse ändern? Ah, Klasse da. Lol, man kann unterm Sprinten einen Sturmangriff machen. So ist wie im Battlefield, nur ohne den Bajonett. Ah, okay. Und einmal auf Mausrad drücken, wenn du läufst. Na, Red Dot, genau, das nehme ich mal mit. Dann noch. Oh, C4. Genau. Passt. Da wir auch das erste Mal spielen, ne, kennen wir die Maps nicht und wissen nicht, wo die Gegner auftauchen und wissen nicht, wo wir sind. Achso, jetzt muss ich erstmal verrecken wahrscheinlich, bis ich da eine neue Klasse nehmen darf. Gut. Ja genau, also wir kennen uns gar nicht aus in diesem Spiel. Aber es sieht eigentlich ganz nett aus, muss ich sagen. Sieht richtig gut aus. Ich glaube, es kann richtig Bock machen. Wenn wir das ein bisschen üben und gut werden, könnte es richtig Gaudi machen. Weil ich habe den ersten Teil, ich habe ja schon den ersten Teil gefeiert, den habe ich schon richtig gern gemocht, aber der ist so ähnlich. Also mit dem ersten Teil bin ich nicht gezeugt, aber ich glaube. Alter, ich werde so beschossen, Alter. Shit. Kann man einfach mal da zufällig irgendwie reinschießen. Nehme ich jetzt schon B ein? Ah ja, B wird eingenommen. Das ist kein gutes Snipe. Das ist nur Bock. Lol, wo war denn da? Wo ist der denn? Da oben. Ich hab keine Ahnung, ich glaube von hinten irgendeiner ranbekommen. Ja, der läuft ja schnell, Alter. Der ist tot. Die laufen so schnell. Ja, bist du. Alter, das Nachladen hört sich geil an. Du hast ein richtiges Magazin da dagegen rumfliegen. So ding, ding, ding. Gegen jede Wand, die du geworfen hast. Ja. Cool, ja. Ich finde Insurgency ist halt so ein Spiel für sich, weißt du, so dieses Realismus, weißt du, so richtig, auch dieses... Oh, Gott, das ist ein... Oh, danke schön, ich habe gerade keine Waffe in der Hand, Alter. Nee, das ist halt eigentlich wie Rising Storm, kennst du das? Das ist halt so Zweiter Weltkrieg. Dieses, ja. Und das Neueste ist ja bei Vietnamkrieg. Und Insurgency ist halt moderner, realistischer Shooter. Wow, oh Gott. So viel Nebel hier. Sollen wir durch den Nebel durch? Ich weiß nicht, wo du bist. Der Nebel, den habe ich wahrscheinlich mal geschmissen. Ich habe mal eine Smoke geschmissen. Oh, ich weiß nicht, irgendwie. Kann man hier rein? Oh, jawoll. Ich würde... What the fuck? Nein! Oh, ich hab doch auch geschossen! Ah, Alter, du musst echt schnell sein. Da brauchst du richtig heftige Reaktionen. Ja, das ist gut. Aber du bist auch tot. Ah, nee, doch nicht. Oh, ja, oh nein! Du hast daneben geschossen. Ich weiß, dass ich daneben geschossen hab. Ich wollte es nur mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Ja, weil es ist halt wirklich ganz anders wie Battlefield und sowas. Oder, keine Ahnung, was spielen wir noch? So Variums spielen wir zurzeit. Ja. Es ist einfach ganz anderes Gunplay. Du musst so vorsichtig sein. Auch mit dem Zielen muss man einfach ganz anders. Ja. Irgendwie aber nicht so Dauerfeuer draufhalten, nee, sondern so eher so einzeln. Du brauchst auch nicht so zwei, drei Schüsse, zwei gezielte Schüsse. Ja, das reicht. Und dann ist es eigentlich schon fast egal, mit welcher Waffe du schießt. Ja gut, das ist ja ein echt eigentlich. Ob du jetzt von einer Pistole eine Kugel in den Kopf kriegst oder von so einem Sturmgewehr? Tod ist tot, würde ich sagen. Tod ist tot, wie gesagt. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch gar nicht so viele Waffen zur Auswahl, weil... So. Na gut, aber wenn wir jetzt die Klassen so ein bisschen durchsuchen... Ja, die Klassen selber schon, aber auch alle relativ gering gehalten, also...
Ja, jede Klasse glaube ich so 4-5 Stück. Ja, genau. Ist der tot? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Das ist halt dieses. Das auch dieses. War das ein Gegner? Oh ja. Das weiß man eben auch nicht, ob der tot ist. Ah, nee, ja, er verbündet hat auf mich. Ich glaube, so Teamschaden ist so extrem hoch in diesem Spiel. Ja, ja, klar. Wie oft ich allein Leute anschieß und angeschossen werde. Oh Gott. Jetzt hättest du mich angeschossen. Ja, weil Verbündete sieht man so schlecht. Also dieses blaue Quadrätchen, Quadrat. Die liegen alle noch am Boden. Die bewegen sich, wenn man es abgeschossen hat, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, Alter. Und das hat mich jetzt so abgelenkt, dass ich gekillt wurde. Haha! Ich glaube, ich habe ihn gekillt, jawohl. Okay, let's go. Ich mag das Spiel auch jetzt gerade, weil ich es eben vor allem zum ersten Mal spiele, mag ich es mir ein bisschen angucken, deswegen mal so Sachen, zum Beispiel wie das habe ich noch nie gesehen, dass die so ein bisschen sich noch am Boden reckeln, weißt du? Das ist aber ein geiles Feature, oder? Ja, das sieht einfach, Detail. Ja, das ist ein geiles Detail, ja, und ich stehe auf Details, auch ein Shooter, um Gottes Willen, und das musst du halt auch mal gesehen haben, weil das musst du auch mal wahrgenommen haben, und meistens natürlich genau, wenn ich das mache, sterbe ich halt danach, aber ist halt so. Oh, das ist ziemlich offen. Auch, du Scheiße. Diesen Tod nehme ich gerne in Kauf. Das ist offen hier. Kann man hier vielleicht irgendwie... Jetzt sehe ich gar keine Killsanzahl. Wird dir das Tab angezeigt? Drücken und dann... Nee, wird mir nicht angezeigt. Achso, nee, wird nicht angezeigt, ne. Oh, sieh. Oh, passt. Ah, jetzt wird's angezeigt. 4-8, okay, ja, mein. Ich glaube, in dem Spiel hast du nicht mehr oder weniger. Das ist immer so Durchschnitt. 4-4, ich glaube, hast du da nicht. Guck, weil wenn du alle guckst. Gut, der eine hat 12. Der... Aber wow, so, oh, die 6. Gegner, 21-6. Was? Leute, die waren ja viel weniger. Die haben sich richtig gut geschlagen dafür, Alter, eigentlich. Richtig, ey, wie unfair ist das denn? 21-6. Oder die sind alle währenddessen schon rausgegangen. Oder sie sind schon rausgegangen, ja, das kann natürlich auch sein. Ziel Einnahmezeit, 3 Sekunden. Oder es sind 3 Minuten, ich weiß es nicht. Ich habe 15 Sekunden. Okay, dann sind es 3 Sekunden. Okay, nice. Also für eine Runde wäre ich noch. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Das war jetzt auch relativ schnell, oder? Match dauert 17 Minuten. So, Na gut, also. Ja, für den letzten Test wäre es vielleicht schon eine gute Länge, oder? Ja, ich würde auch sagen, das reicht fast. Ich hätte schon Bock, das auch eine zweite Runde, aber ich glaube, es wird schon fast zu lang. Ja. Ja, ich glaube, vielleicht machen wir morgen mal einen Stream. Oder wir machen einfach einen Stream, das wäre vielleicht auch was, ja. Weil ich glaube, das ist ein geiles Spiel für Streamen, dann weißt du so ein bisschen. Ja. Weil das da ein paar Stunden oder so, 2 Stunden, weil ich glaube schon ein Match, wenn du da ein gutes, ausgeglichenes Match hast, dann, wenn die anderen jetzt noch ein bisschen weiter gekommen wären und es wäre ein Kampf gewesen und wir hätten länger gebraucht, dann dauert das bestimmt mal 45 Minuten oder so. Ja, das ist eine Runde, das deswegen war das eh das, genau, dann war das eigentlich genau perfekt für den letzten Test. Also ich muss ehrlich sagen, mein erster Eindruck, gut dafür, dass ich ein Fan vom ersten Teil war, finde ich das ja natürlich mega geil, es spielt sich richtig schön. Also mein Ersteindruck ist positiv, also gefällt mir besser wie beim ersten Teil jetzt. Obwohl das nicht viel anders da ist, muss ich ehrlich sagen. Es ist nicht viel anders. Ja, die Map ist ein bisschen koordinierbarer, finde ich. Ja, ich finde auch die Karten irgendwie besser. Du findest dich ein bisschen mehr zurecht, ja. Ja. Aber ansonsten ist es wie erste Teil, finde ich, nur ein bisschen aufgehübscht. Und es fühlt sich wirklich flüssiger an, das Menü ist übersichtlich, finde ich. Also es lässt sich allgemein, glaube ich, ein bisschen besser spielen. Und ich stehe auf sowas, wenn es so richtig realistisch ist. Weißt du? Weil dann... Ja, es hat was. Also es ist halt mal ganz was anderes wie Battlefield oder Call of Duty. Ja, das stimmt. Weil das Problem zum Beispiel bei Battlefield ist, so man schießt auf jemanden und er fragt einfach nicht. Und das Problem hat man hier nicht. Wenn man trifft, dann ist er auch tot. Ja, du musst halt vielleicht mal nochmal gucken, dann vielleicht ein Schuss hat es nicht gleich, dann musst du halt zweimal schießen oder so. Ja, ja, aber im Normalfall, oder wenn man zum Beispiel Sniper spielt. Die sterben eigentlich relativ häufig, ja. Also die sterben sehr schnell. Ja. Aber du stirbst auch dementsprechend schnell. Das ist halt, ja, klar. Und ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch ein bisschen mehr sehen davon wollt. Ja, also ein Livestream würde ich morgen, glaube ich, fast safe machen, ganz sicher. Ja. Aber wenn ihr vielleicht öfter das sehen wollt, dann müsst ihr sagen, weil dann gönnen wir uns das Spiel vielleicht mal. Jo. Weil aktuell ist gerade das Wochenende, deswegen. Ansonsten aber der erste Teil, den kann man kostenlos spielen, ne? Oder wie war das? Nee, der kostet auch. Na, kostet auch. Nur den haben wir schon gekauft. Hab ich den irgendwann gekauft? Ja. Ah, okay. Weiß ich genau. Nee, der war doch mal kostenlos, den haben wir uns kostenlos geholt, den Teil. Ah ja, stimmt, den gab es nur kostenlos, den konntest du dir behalten. Ja, so war das, genau. So war das.
stimmt. Ja, eigentlich, wenn ihr Bock auf das Spiel habt, könnt man eigentlich den ersten Teil zum Überbrücken spielen. Ja, genau, das können wir eigentlich auch mal machen. Den ersten Teil können wir auch mal letzt testen, wenn ihr das wollt. Weil ja. Wir haben den zweiten Teil getestet, aber das ist nur gerade das Wochenende und dann darf ich sagen, dass wir dann einfach mal vielleicht mal den ersten Teil nochmal sogar gesagt testen und mal gucken, ob euch das genau, also vielleicht gefällt es dem Skull auch wieder besser, vielleicht hat er einfach nur irgendwas anderes in Erinnerung oder er hat einfach mal einen schlechten Tag gehabt. Kann auch sein, ja, kann auch sein. Es gibt oft so. Ich meine, Dead by Daylight hat dir am Anfang auch nicht gefallen. Und jetzt hast du das über 100 stimmt, Stunden drin. Naja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und genau. Wir sehen uns in der nächsten Runde und vielleicht morgen im Livestream. Genau. Also das Video werdet ihr wahrscheinlich nach dem Livestream sehen oder lade ich es noch. Ich bin gerade leicht verwirrend. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Egal. Dann nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Danke. Ciao. Ciao.